Ich auch. Ja. Muss da irgendwo zu den Items hingehen, ja. Lass die Mannerflucht doch mal noch da. Es kann sein, dass sich die Frau später verbuggt. Die man beschwört. Beatrice. Oh. Haben wir den Schmetterling besiegt? Ja, haben wir. Ja. Weil den muss man ja besiegen dafür, dass Beatrice rüberkommt. Ich finde das aber sowieso lustig. Beatrice hat ja eigentlich überhaupt keine Rüstung. Oder kaum. Da hat sie mehr Rüstung. Oh. Gegen den Schmetterling kämpft sie doch? Nee, das war Mildred, die nachkämpft. Ja, die hat Magierrüstung halt. Mhm. Und ihr Equipment findet man auch. Nachdem man die vier Könige besiegt hat. Kann man was finden. Klingt ganz nett. Ja, ich auch. Aber er hat Magierrüstung gegen die vier Könige. Ich finde Magierrüstung nicht sehr effektiv gegen die vier Könige. Die vier Könige teilen nur magischen Schaden aus. Echt? Ja. Ja gut, dann ist das natürlich. Ich dachte, die machen einfach nur Schaden und man packt einfach eine übelst fette Rüstung. Ja, das kann man auch tun. Man kann aber auch auf Defense, Glorreich! Ja, es geht weiter. Du überlebst das Ganze. Ich dachte mir so, ach, ich glaube, das wird nichts. Aber na, er wird schon wissen, was er tut. Er macht das bestimmt nicht zum ersten Mal. Nee, zum ersten Mal mache ich das auch nicht. Aber auf diese Art und Weise wahrscheinlich zum ersten Mal. Naja, ich dachte mir so, wenn ich nah rangehe, wird schon gehen. Ja, es war ja auch relativ knapp. Versuch mal, die Seelenpfeile, die Seelensperre nicht zu verschwenden. Also, die Seelenpfeile kannst du verwenden. Davon brauchen wir wahrscheinlich nicht so viele, aber die Speere solltest du nicht verschwenden. Da brauchen wir zwei Stück für jeden König. Guck mal, ob du wen beschwören kannst und dann geh erstmal nach unten und hol die Seen zurück. Weil mit den Seen kommen auch 6 Menschlichkeit. Will keiner. Gut. Dann soll es nicht sein. Gehst du den mit? Der hat zu den anderen gegangen. Also da, wo der eine Gegner ist, kann man ja runterspringen. Und du bist doch hier irgendwo. Nee, ich hätte jetzt der da lang gerannt. Aber dann kommst du nicht wieder hier hoch so einfach. Ja, okay, die besiegen muss man so oder so, das ist richtig. Wenn du zuerst rechts gehst, dann geh links. Ja, super. Ich habe hier so lange gefahren. Ah, ich bin immer nur bis hier reingegangen, weil das schneller ging. Die da unten habe ich nie getötet. Also den letzten da unten habe ich nie getötet. Wobei doch habe ich. Ich hatte nur immer mehr Magie dabei. Hast du den gehört? Ja. Ja, stimmt. Was? Wenn man Headset aufhört, hört man sowas. Jetzt ist richtig. Ja, bei Dark Souls ist es schon ganz günstig, wenn man Headset aufhört. Okay. Bam! Der war schön. Tja, schau. Aber eine echt gute Stelle zum Farmen. Auf jeden Fall. Gibt recht viel Seelen. Man kriegt graue Schollen. Und graue Haare. Die erst recht. Na komm. Ach, wo ist denn hier die Tür? Da ist die Tür. Na, geh durch! Das war mutig. Das war mutig, ja. Och komm, mach dein Schild weg. Na, da ist er. Komm her. Alter, leck mich! Geh doch. Ich find's nice, dass die Waffe den Schild hier komplett Magieschaden wegnimmt. Das heißt, dieser Schild Magieschaden absorbiert. Mhm. Normalerweise ist hier das Schild hat ja eigentlich nur 80 auf alle Schadensarten. Ja.
So, Beatrice gibt's erst hinten. Wenn ich hier durchrenne, sind aber 100.000 Geister aus. Das ist ja immer also ekelhaft. Genau darum meinte ich, dass du deinen Typ damit hast. Okay, da ist schon los. Ja. Da soll er nicht hinjumpen, aber ist halt ausgereicht. Noch ein dämliches Pack. Sind die jetzt in der am Boden? Nee, die sind schon wieder zurück. Leute! Guck mal, da ist noch. Oh. So, der ist tot. Also, waren es nicht drei irgendwie? Nee. Nee, zwei. Also, da oben ist aber einer. Ja, genau. Nein, nein, nein! Robin. Da ist einer. Kein Geist, aber das ist einer. Schade. Gut. So, von links kommt meistens gerne einer. Ach so, vor mir ist auch noch ein Viech. Ah, das Viech gibt's auch noch. Hab ich gar nicht gesehen. Ich auch nicht, weil es so düster ist. Dann ist es mir eingefallen. Ja, das kommt ja bis zur Tür vor. Und dann nicht weiter. Jo. Mörder. Mitziff! Weiter kommt's nicht. Ja. Finde ich witzig. Ja. Sah gut aus. Ja. Einfach weg. Tschüss. Wie? Oh. Guten Tag, der Herr. Hallo. Macht eine echt geile Rüstung. Sieht schon cool aus. Sind allgemein voll cool. Ein grauen Brocken. Yay. Ups. Da habe ich mich erschreckt. Da war eine Explosion. Da habe ich ganz vergessen. Mhm. Verdammt. Hey, da oben ist doch ein Viech. Komm jetzt runter. Du. Geh ein bisschen weiter. Wenig. Da vorne ist ja eine Truhe. Kannst ja da hingehen. Vielleicht denkt er sich dann, ach, der macht da was anderes. Der passt gerade hier auf. Oder? Genau. Ich höre auf alle Fälle ganz viele Geister. Echt? Ja. Wenn ich so ganz in der Nähe. Ja, kannst du jetzt durchschreiben. Geist kommt nicht mehr. So, hier rechts war einer. Jo. Ich finde es lustig, dass bei Dark Souls 2 Headshots auch mehr Schaden machen mit Zauber. Mhm. Echt, echt nett. Hi Beatrice. Da, Zauberrüstung. So, was machen wir dann für eine Rüstung? Was haben wir überhaupt gerade? Ach, die soll ich Spaß lassen. Okay. Ansonsten sucht ihr irgendeine schwere Rüstung raus, die wir aber haben. Wir müssten ja die Steinrüstung eigentlich haben. Die Habelsrüstung haben wir auf jeden Fall. So, bevor wir alles vergessen. Nervig. Guck mal, wo Beatrice ist. Kämpft sie runter oder steht sie da oben und versucht den Geist anzuschießen? Ich stehe da oben und versucht den Geist anzuschießen. Gut, du musst den Geist töten, sonst kommt sie nicht mit. Leck mich. Weil sie zu unfähig ist, den Geist zu töten. Nutzt zwar Seelenspeere, hat davon auch ganz viele. So, liegende 8. Ach so, viele.
Ja. Ich habe ein paar mehr. Naja, nicht ganz. Du hast irgendwie nur noch zwei. Stimmt. Also, Havelzrüstung ist noch da. Die kannst du noch anlegen, aber ja. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, ob es braucht. Ich weiß es nicht, ich würde es jetzt ausexperimentieren. So. Kriegst sowieso doppelten Schaden. Hilfe! Ich sterbe! Ah, ich hab's gehört, ich sterbe doch nicht. Und das wäre es. Hallo! Hey, you! Da. Sehen schwer ausrüsten. Der erste muss schnell sterben. Da ist er! Fuck! Diese Haltung, dass du den überstanden hast, gefragt. Ja, mit dem musst du nah ran. Es ist vom kleinen Gamma total behindert geschossen. Ich mache keinen Schaden, kann das sein? Ja. Einfach mal so ganz classic den Just Pfeil roll verpassen. through, just roll through. Ich bin tot. Ich wollte gerade sagen, einfach mal ganz classic den Pfeil ausgewichen. Ganz klassisch. Die Magie ist total ekelhaft, dort auszuweichen, weil du nicht weißt, wie weit sie von dir entfernt ist. Ja. Genauso wie du überhaupt keine Ahnung hast, wie weit die Könige von deinem entfernt sind. Genau. Aufsteigen, genau. 15.000 brauchen wir. Ich verbrauche dann einfach mal den ganzen Mist, den wir hier noch rumzuliegen haben. An Seelen. Und, ja. Das sieht so hässlich aus. Das sieht immer glorreich hässlich aus. Und steige dann gleich mal ein paar Level. Eins oder zwei. Vielleicht können wir dann schon den Kristallseelensperr mitbringen. Ja, der wäre vorteilhaft. Oh ja. Ich hätte nicht erwartet, dass es so wenig Schaden macht. Ich auch nicht. Problem ist einfach, wo ist es? Das hier fehlt. Verstärkt Magie um 20%. Aber dann müssen wir den anderen ablegen. Ja, und davon haben wir nur einen. Heißt, den will ich nicht ablegen. Das Problem ist, wir müssen den jetzt auch machen. Na, müssen nicht, aber laut nie 50.000 Seelen. Intelligenz. Hey, ein Level. Ein Level nur. Bisschen brauchst du noch. Aber ein Stück. Ja, 44, genau, ein Level brauche ich noch. Ja. Es gibt einfach Sachen, die passieren einfach nicht. Es sind einfach da. Ja. Kann man nichts machen. Passiert halt, dass man plötzlich mehr Seelen hat. Einfach so. Ja. Das ist doch. Gehört zum Leben dazu. Ja, passiert halt. Manchmal mag einen das Spiel auch. Und sagt dann, ach, du stehst gerade so schön, hier kriegst du mal so 12.000 Seelen. Jo. Wenn ihr genau aufpasst, wenn ihr spielt, dann passiert euch das auch manchmal. Ja. Habt auf einmal 12.000 Seelen mehr. Ja. So Ist ab mir und auch schon an. öfters passiert, Ja, muss genau. ich sagen. So ab und an, so. Ja.